Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie alle, die heute Abend erschienen sind, Sie alle haben eine Immobilie. Und es gibt unterschiedliche Gründe, warum man eine Immobilie verkaufen möchte. Sie haben sie vielleicht gerade geerbt. Es kommt Nachwuchs, die Kinder ziehen aus. Also es gibt noch viele, viele andere Gründe. Jetzt ist die Frage, wie verkaufe ich meine Immobilie? Verkaufe ich sie selber oder nehme ich mir einen Makler? Die nächste Frage, die entsteht, warum soll ich mir denn einen Makler nehmen? Was können Makler, was ich nicht kann? Und ich sage Ihnen mal so ein paar Sachen, die Makler können, die ein Immobilieneigentümer nicht machen kann. Und zwar, wir als Makler haben die Möglichkeit, für Ihre Sicherheit zu sorgen. Wir können einfach den Kunden nach dem Ausweis fragen. Die meisten Eigentümer tun sich sehr schwer, nach einem Ausweis zu fragen bei einer Besichtigung. Es kommt irgendwie komisch an. Wenn der Makler nach einem Ausweis fragt, ist das in Ordnung. Denn nicht jeder, der zu Ihnen kommt, will nur Ihre Immobilie kaufen. Manche wollen einfach auch schauen, was gibt es dort zu holen. Das nächste ist die Preisdiskussion. Als Makler steht man immer so dazwischen und man kann immer argumentieren, ja, ich habe den Eigentümer schon runtergehandelt. Wenn Sie das sagen, ich hatte mir vorher 700.000 gedacht und jetzt biete ich für 600.000 an, klingt das nicht glaubwürdig. Aber wenn ich als Makler sage, der Eigentümer hatte sich schon 700.000 gedacht und ich habe ihm gesagt, das ist zu teuer, 600 ist angemessen und Sie bieten hier nur 500, ist das eindeutig zu wenig. Das ist also das ist ein viel besserer Einstieg in die Preisdiskussion. Es gibt noch das Thema der emotionalen Verbindung. Die Makler haben zu ihrer Immobilie keine emotionale Verbindung. Oh, sagen Sie, das ist aber schlecht. Nein, sage ich, das ist gut. Denn die Interessenten kommen und sagen, ach, das sieht ja schlimm aus, diese Fliesen hier am Bad. Oder guck dir mal diese schmacklose Einrichtung an. Das verletzt den Eigentümer, aber mich lässt das vollkommen kalt. Das stört mich nicht. Und dadurch kann ich viel besser mit den Leuten reden. Und ich habe auch eine ganz andere zeitliche Ausrichtung, weil den Interessenten interessiert, was wird in Zukunft in seiner Immobilie passieren. Und der Eigentümer erzählt immer, was war in der Vergangenheit in dieser Immobilie. Das interessiert aber keinen Interessenten. Dem Käufer helfen. Wir als Makler können dem Käufer helfen. Wir können Beratung organisieren, wir können Finanzierung organisieren. Wenn Sie als Eigentümer dem Käufer eine Finanzierung organisieren, dann denkt er, das passt irgendwie nicht. Warum hilft der mir jetzt? Ist das jetzt viel zu teuer, die Immobilie oder so? Ist ja eigentlich mein natürlicher Gegner. Warum will er mir jetzt helfen? Es ist auch eine Frage des Status. Sie als Eigentümer sind auf einem höheren Level, wenn Sie noch einen Makler dazwischen geschaltet haben. Also Sie sagen, also da kümmert sich mein Makler drum, da kümmert sich mein Steuerberater drum, dadurch sind Sie auf einem höheren Level als der Interessent. Und dieser höhere Level setzt, haben Sie den Vorteil der Macht des unbekannten Dritten. Wenn Sie nicht in der Besichtigung in Erscheinung treten, dann kann ich immer Fragen, die auftauchen und sagen, ja, das ist eine interessante Frage, das kläre ich mit dem Eigentümer. Und der Eigentümer hält sich als unbekannter Dritter im Hintergrund und diese Möglichkeit haben sie selber nicht. Es gibt natürlich noch viel mehr Gründe, warum man einen Makler nimmt, gerade die Marktkenntnis, Marketingkenntnis. Ja, es gibt also unendlich viele Gründe, aber ich habe mal diese paar Gründe rausgenommen. Und kann nur sagen, wenn Sie kein Geld verschenken wollen, nehmen Sie einen guten Makler. Vielen Dank.